Und damit herzlich willkommen zu Scrap Mechanic. Scrap Mechanic mit dem Hammer und dem Fleischhammer. Hallöchen von mich, meine Damen und Herren. Schön, Sie begrüßen zu dürfen. Fleischhammer, ich bin hier nämlich auch egal, da zeigt, was ich tun, ne? Geht's auch mit, alles klar. Du hast ja schon Material hinter deiner Tasche, ne? Hast ja hinten die Stangen raus? Ich ja genauso, ne? So. Ja, stimmt. Ja. Yes, was ist das? Herzlichen Dank nochmal, dass du mir diesen Key zur Verfügung gestellt hast. Ich möchte nämlich öffentlich sagen, Dankeschön. Selbstredend. Ja, Scrap Mechanic, is a Ja, wir sind hier in der Sonne und es wird auch nicht Nacht und es ist kein Survival, sondern es ist reines Bauen. Scrap Mechanic ist reines Bauen. Ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwas dazu kommt. Da soll was kommen. Ich habe gehört, da soll was kommen. Ja, da sollen noch andere Spielmodi kommen, aber bis dahin müssen wir uns mit so einer Platte hier zufrieden geben. Das hättest du doch machen können. Mal zwei Reifen drauf. Läuft. Wieso kann ich nicht? Darfst du nicht? Darf ich nicht anbauen bei dir? Doch, darf ich. Klar. Oder ja, das geht. Also, wir können Sachen bauen und wir nehmen natürlich auch eure Vorschläge an. Ob wir dann natürlich eure Vorschläge auch fürs Bauen übernehmen, das wissen wir noch nicht. Wir brauchen eure Vorschläge hören. So. Genau, wenn da was Gutes dabei ist, dann machen wir das. Gucken wir mal. Sollen wir das nicht ein bisschen höher bauen, die Hütte? Die Hütte? Wie höher? Also, weil hier wächst Gras durch, weißt du? So, hier. Ich hab's ja schon zwei hoch gemacht. Ja, das langt ja anscheinend nicht. Bei mir guckt immer noch Gras durch. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir auch, aber... Machst du das? Ja. Du hast abgedeckt. Ja, gut. Jetzt sieht's gut aus. Achso, wir könnten... Das ist die Eingangstreppe, pass auf hier. Nee, warte. Zack. Aber dann haben wir so viel Beton im Vorgarten. Ja, das ist ja jetzt mal gut. Warte, hier für dich. Dann weißt du auch, dass es eine Stufe ist. Was machst du jetzt eigentlich da? Ich mache nur eine zweite Schicht da drauf, weil das ist der Estrich, der muss auch verdichtet sein. Ne? So, dann gibt es hier diesen Wagenheber. Genau, der ist wichtig. Der ist essentiell im Spiel für Dinge tun. Also für Autos bauen, Flugzeuge bauen. Wir können praktisch viele Dinge machen. Wo ich noch keine Erfahrung habe, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja. So, wo ich keine Erfahrung habe, ist mit diesem Schaltergedöns und so weiter. Habe ich vorhin, jetzt kurz vor der Aufnahme. Guck mal kurz in meinem Buch. Also wir sehen hier die Grunddings, ne? So Alt, Space, Sprint, Crouch. Oh, Crouch gibt's auch. Hey, ich kann doch crouchen. Dann haben wir Auto bauen und irgendwo kommt dies mit den Schaltern. Und die Schalter machen Dinge. Ach, das ist praktisch ein und aus, aber wozu brauche ich das? Wozu ist der Schalter? Der Schalter ist dafür da, um, sag mal, komplexe Abfolgen zu machen. Pass auf, ich zeig dir kurz den Schalter erklären. Einfach mal genau. Anhand eines... Eines praktischen Beispiels. Wir wollen hier eine Tür haben. Verstehst du? Wir setzen uns einen Rahmen. Hast du jetzt einen Controller hingesetzt oder was ist das? Das ist doch der Schalter. Achso, den braucht man denn dafür. Pass auf. So, okay, verstehst du? Siehst du. So, dann muss die Tür ja irgendwie auf und zu gehen. Ja. So, dann machen wir hier einfach mal... Bist du eigentlich verschnupft? Du klingst so ein bisschen... Ein bisschen, ja. Ja, okay. Ein bisschen verschnupft. Okay. Dann Tür? Hätte ich gerne Holz, weil wir wollen ja eine Holztür. Aha. Jetzt machst du da jetzt Holz oben drüber. Ja. Mach ich dir überhaupt richtig weit gerade Tour? Wir bauen das eine andere Tür. Das ist ganz... So. Pass auf. Super pass Tür. Auf, pass auf. Okay, ich bin der da. Schalter. Okay. Der Schalter. Der Schalter kommt jetzt auf den Boden, hier vorne hin. Zack. Ja. Okay. Den meinst du wahrscheinlich, ne? Den meine ich. So, jetzt können wir unseren Spezialmonokel nehmen. Hast du gesehen? Nee, ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich sehe das, den Punkt so gar nicht, komischerweise. Siehst du einen Punkt? Ich sehe einen Punkt, ja. Ich nicht. Wackel doch mal jetzt hier. Ah, jetzt kann ich ihn halten und kann da oben verbinden. Ah, oben okay, verbinden. Mach mal. Lila an blau, oder was? Lila an blau, oben. Okay, habe ich verbunden, habe ich jetzt. Jetzt guck mal, die Tür. Ist arretiert. Jetzt verbinden also wir noch den Schalter damit. Okay. Und jetzt kannst du hier, du kannst dieses Ding hier aufmachen, den Dings. Und jetzt kannst du ihm sagen, wie kann den Controller? Wie soll die 1 sich bewegen, genau? Use, die 1, welche 1? Kann ich ihn hier auch usen? Also die 1 ist die erste, die 1 ist das Ding, was du da jetzt verbunden hast. Je mehr Dinge, desto mehr Möglichkeiten. Mehr Zweien und so weiter. Genau. Und dann hast du was mit 0 auf 0 auf 0 auf 0. Kann er schrittweise gehen oder was? Genau, da kannst du abfolgen, kannst du quasi stattfinden lassen. Wir wollen aber nur einer eigentlich. Wir wollen, dass das Ding sich dreht. Sehe ich das, wenn du da was veränderst, Mama? Weiß ich nicht.
Wenn wir mal probieren. Ich hab's mal auf 180 Grad gemacht. Den sehe ich nicht, dann gehe ich nochmal ran. Ne, sehe ich immer noch keine Veränderung. Du bist an was gegangen? An den Controller? Ja, genau. Und bei der 1 hast du was auf 180 Grad gesetzt. Richtig. Im Plus oder Minus? Oh, jetzt ist es wieder weg. Ja, weil ich da war. Ist ja, Machen wir auf 75. Mach mal Minus. Minus 75. Hat er eingestellt. Ja. Okay, warte mal. Minus also, 75. Ja, mach ja. ich. Ich raff noch nicht ganz, wie steuert man den? Ja, mit dem Schalter nicht? Dann. Links, rechts, links, nicht. Ach so, indem ich links und rechts wische. Ja. Minus 75 habe ich. Ja. Mach mal okay. Minus 90. Damit er so akrig ist. Genau. Minjas lernt Schalter. So heißt jetzt Folge. So. Nicht gut. Minjas lernt Schalter. So, cool. Ja. Darf ich mal kurz gucken, was das jetzt hier macht? Genau. Das ist aber die Ausgangsposition. Ja. Die du jetzt stattfinden lassen hast. Also ist der Schalter jetzt an oder aus? Weil man muss mal die Waffe wechseln, hätte ich schon gesagt. Das ist gar nicht aus. Darf ich mal? Also müssen wir auf 0 und die zweite auf 90 oder was? Guck mal. Aha. Das hätte nur bei uns jetzt falsch rum. Der geht halt auf, wenn er eigentlich zugehen sollte. Also hätten wir die erste Position auf 0 gelassen müssen und dann auf 90. Genau. Verstehe. Und der Controller ist dafür da, die überhaupt diese Drehwinkel und so ein Kram einzustellen. Genau, das überhaupt erst stattfinden zu lassen. Genau. Okay, cool. Okay. Wollen wir erst primitive Dinge bauen oder wollen wir erstmal ein Auto bauen oder so, um den Leuten zu zeigen, wie das Ganze funktioniert? Ja, lass uns mal ein Auto bauen, genau. Ja, dann lass du die Tür da, oder? Was machst du jetzt? Natürlich. Nee, wir müssen eine Wand hin, ne? Ach so, okay, verstehe. Und ein Fenster. Okay, pass auf, dann drücke ich jetzt einen Schalter. Okay, warte, ich mache aber hier noch eine Holzreihe rein. Ah, bei mir. So, jetzt. Jetzt mach nochmal einen Schalter, ob das immer noch funktioniert. Jo, geht. Ist aber eine schmale Tür. Hast du da eins zu viel dran gesetzt, oder? Ja, kannst du haben. Würdest du die nochmal öffnen, weil von innen geht es aktuell noch nicht? Ah, ich könnte aber noch einen Schalter aktuell anbauen. Aktuell noch nicht. Warte mal. Warte mich, entfernen kurz einer. So. Geht das nicht, oder? Soll ich mal aufmachen? Das ist echt gemein. Soll ich aufmachen? Kann leider, ja, ach Quatsch, ja, mach mal auf. Kann tatsächlich nicht den... Oder so. Geht auch nicht. Schade. Dass man zwei Schalter für ein Gerät hat. Geht nicht? Naja. Nee, geht nicht. Scheint nicht zu gehen. Ach nee, die ist so schmal gewesen. Na gut, wir können ja noch heute. Ist ja auch jetzt egal. Nee, wir müssen das jetzt ordentlich machen. Die Zuschauer drehen doch durch, wenn wir das nicht ordentlich bauen. Ich glaube, das ist eher du, der hier durchdreht. Grad. Das dreht man mit Q und E. So. Ja. Du hast jetzt hier einen Schalter gebaut und der funktioniert nicht nochmal? Nee, funktioniert so nicht, nee. Scheinbar. Okay, unsere. Das ist übrigens voll die tolle Tür. Ja, findest du nicht. Die müssen sie nur verstecken oben hin. Ja, genau. Die ist dann, genau. Die müssen zur Seite aufgehen, weißt du? So. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Okay. Naja, wir sind ja Mechaniker, ne? Also müssen wir wissen. Also wir sind Schrottmechaniker, also. So, komm, lass uns Auto bauen. Auto bauen, prima. So, jetzt mal hier ein bisschen mehr Baufläche. Ja, vier Räder, ne? Wisst ihr, wie ein Auto aussieht. Machen wir das mit einer richtigen Achse oder aus was bauen wir denn das Chassis? Ja, Metal, ne? Metal. Metal-Block ist halt sehr schwer, ne? Nee, der ist genauso schwer wie alles andere. Heavyweight. Metal-Block? Nee, Lightweight. Der Metal-Block ist schwerer, Heavyweight. Der Holz ist Lightweight. Ah, dann machen wir einen Teil-Block oder was? Und Concrete Block. Und dann würde ich sagen, Teilblock ist Medium Weight. Sollen wir Teilblock nehmen? Bauen wir ein Holzauto. Holzauto. Wir können auch einen aus Pipes bauen. Nee? Fängt schon gut an. Machen wir große oder kleine Räder? Dann kümmere ich mich um die Räder. Wir machen große Räder. Wir sind ja hier im Wald, ne? Da muss ja genau, so mehr so ein Offroad-Fahrzeug. Gut. Dann brauchen wir Suspensions. Richtig. Dann nochmal Offroad. Hike schon. Nee, Hike nicht. Offroad habe ich. So, gut. Also machen wir erstmal ein Chassis. Du willst echt ein Chassis aus Holz bauen, dein Ernst? Ja, das wird ja nicht auseinanderbrechen, das ist ja schön an diesem. Also es hat kein Schadensmodell bisher. Richtig. Wie es noch ändert, weiß man nicht. So, dann machen wir erstmal eine Platte. Machst du jetzt eine Platte? Ja. Scheiße. Aber es ist ein bisschen zu nah an unserer Hütte, vielleicht müssen wir die nochmal abbauen. Und wir setzen es gleich das um. Geht ja relativ, das geht ja relativ einfach. Warte mal dann.
Das ja, wir können cool. ja die Hebebühne noch auf die andere Seite. Zu breit, oder? Viel zu breites Auto. Nee. Müsste man da nicht so eine Art Radkasten? Ja, da machen wir einen Radkasten ran jetzt hier. Genau. So, mal, lass mich das mal kurz hier vorne. Noch. Die Klasse. So. Hüpf. Plopp. Hä? Das ist immer noch asymmetrisch. So. Ja. Symmetrisch. Ja. Ja, hab ich. Sieht's aus, ja. Wollen wir erst das Cockpit setzen und daran uns orientieren? Ja. Ich würde sagen schon, ne? Also, so rum. Bisschen länger können wir. Wir brauchen Beifahrersitz. Noch? Sitzen wir hintereinander oder so Tandem-like? Oder sitzen wir nebeneinander? Wir sitzen nebeneinander. Ja, rechts. Genau. Guck mal hier, so viel ist besser. Linkslenker. Ist ein Linkslenker, ja, 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 ja. Ja, ah, ja, ja. Ja, 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 so. Genau. Dann gucke ich nochmal ganz kurz nach dem Sitz. Hier ist noch ein anderer, haben wir den Hike schon in der Hand. Okay. Wie war drehen? Achso, QE. QE, genau. Und ja. E. Perfekt. So, cool. Gut. Dann brauchen wir natürlich einen Motor, Sitz vorne. Radkasten. Motor ist drin, Radkasten. So, machen wir ein bisschen breiter, ne? Also machen wir. Oh, falsche Richtung. So, so. Wir bauen ein Z1 Cabrio, okay? Ja, ja. Aber weißt du, was mir fehlt? Hier fehlen so Blöcke, die abgeschrägt sind. Du könntest hier so eine, warte. Wo denn? Wo willst du denn hin haben? Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde erstmal die Grundstruktur bauen. Ja. So weit gibt's. Ein Rohr. Ja, ist doch ein abgeschrägter Block. Das war deine Frage. Nee, ich meinte einen Dreieckenblock. Verstehst du, was ich meine? Hier ein Klo. Also wieso musst Klo, du schon wieder? Wir waren doch eben erst vor der Aufnahme. Ich habe gesagt, Fleisch haben wir, geh nochmal. Muss ich hier. Guck mal. Muss irgendwie hier. Damit das raus ploppt. So. Was soll das denn werden? Das wird ein Radkasten. Du willst mich noch verarschen. Okay, wir machen eins tiefer. So. Nee, wir fahren das Ding hoch und. Nee, so, mach mal, Alter. Warte mal. Kann ich hochfahren? Ja, oder klar, kannst du nur? Nee, ist meiner, stimmt. Ja, ist deiner. Fahr du hoch. Nee, so hoch nicht, Minas. Lass mal hier nur zu zwei hoch oder so. Nur zweier? Ja, dann gehen wir ja nach unten weiter. Okay. Verstehst du? Okay, ja, machen wir so. Dann ist zwei hoch Abstand. Ups, ein bisschen viel. So. Ja? Ja. Gut. Dann mach ich das auf der anderen Seite nochmal. Schieb mich nicht immer weg, da kriegen halt. Das haben wir. Ich schieb dich nie. Das ist wie ein Imperium, wo ich auf einmal irgendwo runterfalle und dann. Das ist Hörensagen, Herr Richter. Herr Richter. Was machst du jetzt? Ich will ungefähr abschätzen, wo denn. Hör auf zu schieben! Ich will ungefähr abschätzen, wo denn die Achse anfängt und aufhört. Fängt schon gut an hier. Hast du mal einen großen Reifen? Kannst du den mal hier provisorisch einfach mal. Einfach ranklatschen, meinst du? Ja. Passt der da so zwischen jetzt? Ist doch kein großer Reifen. Was sind denn das für Leute? Ja, guck mal. Da können wir aber der Radkasten ist viel zu. Also, nee, weißt du, was ich meine? Ich würd nicht so tief gehen. Ich würde das unten hin nicht so tief machen, oder? Gott, also, ich würde jetzt eins höher gehen. Weil ja, du musst dir ja dann vorstellen, da muss ja noch ein Dämpfer rein. Du bist schon wieder nur am Schieben. Können wir nicht eine Vorderachse bauen, die gelagert ist? Ja, Hack überlegt, ja. Die? Also, dass wir in der Mitte zentral. Was? Das Mikro in der Hand, ja, aua. Das war mein Zahn. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Jetzt ohne Zähne. Habt ihr jetzt einen Hörschuss? Also pass auf. Ich kann schon wieder nicht aufnehmen. Ist schon wieder spät. Das ist hier Imperium-like. So. Ah! Was denn? Ich habe hier noch ein Holz zwischen. Okay. Schon wieder. Das wird nichts mit der Aufnahme. So, pass auf. Jetzt habe ich mir vorgestellt, ja, wir machen hier zwei Drehscheiben dran. So. So. Und dann machen wir Holz dran. Oh, gut. Ja, ja, alles klar, bin dabei. Verstehst du? Erzähl weiter. Ja, Holz. Irgendwie hat er da jetzt den Fokus verloren. Nee, warte mal, ich kapper das schön nicht. Pass auf, ich kapper das schön nicht. So? Guck mal hier, viel besser. Lass mal Fanny machen. Aber wie willst du das drehen? Dreh doch erstmal das Ding richtig. Wie willst du da was dran bauen? Das Ding ist nach unten gerichtet. Richte das richtig. Ja, richte das ja auch. Okay. Guck mal. Okay, jetzt aus Metall. Ja. Hör auf mich zu schieben hier. Oder scheiße, ich geh jetzt gleich woanders hin. Ja. Ist gut, ne? Und jetzt eine Quer, ist zu lang. Zu oder? Lang? Naja, gut, das muss ich bewegen. Hat es überhaupt Spiel? Ich mach das nicht absichtlich.
Aber die Achse ein bisschen kürzer? Ich meine, wir machen natürlich nicht echt, wir bauen kein Auto. Also wir bauen schon ein Auto, aber anders. Also wir machen ein Spezialauto. Die Achse, ja, warte, ich kann die Dinger noch ein bisschen kürzer machen. Was ist denn das hier eigentlich? Hier ist so ein ich kann hier so eine Medium Dinger Weight. Machen. Hier ist so ein Long Railing. Können wir das nicht als Achse nehmen? Was hast denn du gebaut? Jetzt machst du einen Zuckerstange oder was? Nee, naja, das ist dann so ein Halbrohr. Mhm. So, wat, okay, pass auf, so, ich habe hier was gesehen und zwar, den Hammer brauchen wir eh nicht, der ist Quatsch. Long Railing, ja. Wie dreht denn der sich quer, der Kasper? Das ist Q. Und das andere ist E, oder? Wie drehe ich in die andere Richtung? Du kannst ihn jetzt ja nicht schräg ransetzen oder so, das geht nicht. Ich will ihn vorne dran setzen, so dass er quer geht. Ja, das müssen wir anders machen. Anders lösen, das Thema. Echt? Ja, das geht so nicht. Gut, dann machen wir jetzt eine. Ich kann aber hier sowas machen. Was? So. Ach, du willst die Einzel. Ja, gut, es ist ja keine. Hier gibt es ja keine. Das ist eine Einzelradaufhängung, ja, na klar. Ja, ja, na, natürlich. Machen wir so. Natürlich muss ja vorne sein, Einzelradaufhängung. Wisst ihr ja. Eben. Kennt ihr ja jeder. Also, hallo? Hinten hast du die Starrachse. Und noch ein bisschen raus, genau. Das müsste, oder? Ja, das müsste reichen. Bei mir jetzt hier, warte, ich setze mal die Dinger dran. Und dann machen wir die großen Reifen dran. Ja, geil. Das habe ich verdrückt. Ich lasse es verschwinden. Es war nie, ist nicht passiert. Das ist nie passiert. Aus Holz. Das ist ja nur unser Radkasten. Ich setze jetzt nochmal die Reifen. Ich konzentriere mich. Das Problem ist, das ist immer, wenn man da in das Bild reinläuft, dann verliert er den Fokus. Okay. Was mir gerade auffällt, ich fusch mal so ein bisschen. Lass mich mal hin. Ja. Moment. Du stehst im Weg, geh mal kurz aus der Montagehalle. Ach so, ja. Zieh mal ein bisschen raus, die Montagehalle. Ja. Das ist doch aber. Das fängt schon gut an, ich freue mich auf weitere Folgen. Jetzt schon. Aber ja, geil. Aber das, nee, das ist nicht gut, der muss höher, weil da muss ja noch Suspension rein. Ach so, verstehst der braucht ja, Dämpfer noch. Der ist zu niedrig, das stimmt. Ja, ja, absolut. Ich guck mal ganz kurz. Wieso kann ich denn. Mach jetzt das. Dreh das hoch. Wieso aber geht der eh nicht? Wir kriegen jetzt gerade die Suspension da nicht ran. Weil die. Da müssen wir einen Klotz dazwischen setzen. Warte mal, kann ich den Klotz raufsetzen? Warte mal kurz. Kann ich hier einen Klotz oben raufsetzen? Probier mal. Aber nicht aus. Gucke so. Okay, warte, jetzt geht's. Wisst aber nicht, ob der nicht einfach zur Seite wegfällt. Nee, bis jetzt ist er fest. Ja? Ja, gut, mach nochmal einen Klotz. Ich sehe. Hä? Wieso sehe ich das nicht? Ach, da bist du. An den Reifen setzen. Aber dann ist er am Reifen dran, das ist blöd. Nee, setz ihn auf diesen Winkel, wie das auf der anderen Seite auch gemacht ist. Wie hast du das da hingekriegt auf der anderen Seite? Ja, ein bisschen Schummelteig. Geschummelt? Ach so, hast du den gemacht. Und dann weggemacht. Oh, den, also. Nee, das hält. Aber der steht schräg. Nee, der steht nicht schräg. Hier, guck, kannst du den dran setzen. Siehst du, der soppt die fest. Okay, Kinders, wir machen nochmal den Reifen weg. Das geht so nicht, das ist scheiße. Das nochmal weg. Nee, wir müssen da einen Klotz reinsetzen. Statt das ist eine gute Idee, ja. Zack. Oh, zack. Ich glaube, der Reifen steht da so das für sich. Das war noch eigentlich gar nicht Ich habe schon wieder ein Loch im Boot. Wir müssen uns absprechen, wer was wegnimmt. Das war noch gar nicht so schlecht jetzt. Chaos trotzdem. Alter, ey, ohne Scheiß. Wenn du mich nochmal schiebst, auf mich breche ich dir die Beine, Dicker. Ich breche dir die Beine. So. So, ja, das ist perfekt. Das jetzt? Ja, jetzt ist der aber ziemlich nah dran, also schade eigentlich. Ich wollte den wenigstens ihn weg haben. Oh, stimmt. Wir müssen, du hast recht, ist absolut scheiße so. Wieder Rohr. Setzt du das Rohr? Ich setz schon mal die Suspensions. Geil. So. Geil. Und, oder noch ein? Noch ein? Ja, kann ja ruhig ein bisschen breiter sein. Ja, besser. Bitten breiter. So. Okay. Hinten machen wir einfach eine schnelle Starrachse, nur um zu gucken, wie das jetzt funktioniert, ja? Ja, genau. So, dann mache ich oben quer, ne? Holz oder was, dass das hält. Kann ich die. Ich das Ding hier nicht? Ah, es langt leider nicht. Schade, dass das nicht flexibel ist. Ich mache es oben auch aus Holz. Ich meine, die Aufhängung jetzt aus Holz zu machen, ist natürlich ein Risiko. Ob das uns der TÜV abnimmt, weiß ich nicht. Ach klar. Ich hoffe, das ist verbunden so jetzt, wie wir uns das so vorstellen. Ich auch. Also, bin mir nicht sicher. In eine Starkse? Achso, du willst jetzt einfach nur testen und dann nur zum Testen, anwerfen, ob das rollt. Ja. Genau, also den Motor erstmal hier auf 0%. Ich habe übrigens festgestellt, wir hatten das doch den einen Tag ganz kurz mal ausprobiert. Ja, ja. Woran es lag, dass das Auto einfach schon losgefahren ist. Ja. Das lag daran, dass der Motor nicht mit dem Sitz verbunden war. Ah, verstehe.
So, jetzt. Gut, dann machen wir das jetzt. Mechaniker-Schlüssel in die Hand. Du bist schon soweit. Ich hab den jetzt. Achso, ich kontrolliere mal die Drehrichtung. Ja. Wo, siehst du, wo. Ja. Wo ist eigentlich die Lenkung? Lenkung. Was denn? Hallo, wir brauchen eine Lenkung. Wir sind jetzt dicht. Komm, wir probieren das jetzt einfach. Einfach nur zum Ende der Folge, das war unser. So, ja, okay, weiter. So. Wir brechen vorne ab. Unser Dämpfersystem ist scheiße. Ja, bitte. Ah. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich von oben nach unten anfangen zu bauen. Wir probieren mal, warte mal. Nein, das fährt doch nicht. Doch, voll ich am Eiern. Oh, der wickelt sich voll auf. Siehst du das? Der geht, warte mal, ich muss ja nur. Warte mal, das ist ja jetzt hier, das war doch die. Sind leider in die korrekte Richtung. Wir brauchen einfach mehr Power. Ja, es wird bestimmt eine Energie bist, legen. Bist du bereit? Ja, fahre. Der geht, Nias, der geht gut. Hier ist ja ein Maisfeld. Ah, bevor ich keine Luft mehr kriege, sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hör's nur knattern. Bis zur nächsten Folge von Scrap Mechanic. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ich krieg nicht die Tür nicht zu.